Okay, also der erste Fan heute hier zum Fan-Talk. Wie hat dir denn das Spiel gefallen? Sehr gut. So, das war falsch formuliert von mir. Das war nämlich eine geschlossene Frage. Jetzt frage ich nochmal. Sag mal ein paar Sätze zum Spiel. Was fandst du denn am besten? Also ich fand immer schön, dass bei diesem Meter hat auch immer alles so geklappt. Es hat immer fast alles so geklappt, genau. Dann sag mir mal noch, wer ist dein Lieblingsspieler? Ives Grafinger und die 10. Und die 10? Wer sind die 10? Van Olfen. Sehr gut. Also Yves Grafenhorst und Fabian van Olfen. Aber manchmal muss man auch die Nummern sagen. Wer das Spiel in Aalborg verfolgt hat, leider im Internet, einige von euch waren noch da, da hat Benno auch immer gesagt, die 5, ihr müsst auf die 5 gehen. Und was haben sie nicht gemacht? Auf die 5 zu gehen. Wer hat die Tore gemacht? Die 5. Also so kann es gehen. Manchmal reicht auch die Nummer. Und kommst du denn wieder zum Handball? Ja. Schon wieder eine geschlossene Frage. Was ist denn das Schöne am Handball, deiner Meinung nach? Dass sie immer fast gewinnen. Genau, das ist genau umschrieben, wie es mit unserem SC Magdeburg immer aussieht. Ich bin Fan vom SC Magdeburg, weil sie immer fast gewinnen. Genauso geht es mir auch. Seit Ende der 70er Jahre gewinnen die fast immer. Es gibt manchmal auch Spiele, da ist es nicht so. Und am Sonntag bist du auch wieder da? Ja. Warum? Und bist du da auch richtig laut? Ja. Und der SCM gewinnt da auch? Ja. Robert, ich bin dir und dem ganzen Team so dankbar. Mein zweiter Fan-Talk, beim ersten Fan-Talk haben wir eben kurz schon besprochen, das war das Spiel gegen die Füchse Berlin, da hatten wir einen kleinen Vorsprung, am Ende nicht mehr. Heute hatten wir einen kleinen Vorsprung und am Ende war der kleine Vorsprung auch noch da. Wie froh bist du, dass es gut ausgegangen ist? Ich glaube, jeder Sportler ist froh, wenn man gewinnt und das haben wir heute gemacht. Wir waren die letzten Tage, die letzten Wochen immer nahe dran, haben einige nur einen Punkt geholt, haben knapp verloren und jetzt war es umso wichtiger, vor allem für die Seele, einfach mal zwei Punkte hier in der Getik Arena zu behalten. Das war sehr, sehr wichtig für uns. Bevor wir weiter über sportliche Dinge reden, ich musste lesen heute, Leo und deine Frau waren ja, Leo ist krank, sein kleines Kind ist ein bisschen krank. Ist alles okay zu Hause? Geht es Leo einigermaßen gut? Ja, es ist erst am Anfang, also ein bisschen viel oder... sehr hohes Fieber, Bronchitis, aber der saß zu Hause vor dem Fernseher mit dem Trikot und hat da alle Daumen gedrückt und hat auch Gott sei Dank auch gut funktioniert. Also Leo hat die Daumen gedrückt, das war erstmal wichtig. Aktuell die Situation, ich stand dort hinterm Pult und fand die Abwehrleistung gut. Teilweise haben Sachen funktioniert nach vorn. Die Frage ist sicherlich naiv, aber für jemanden, der nur ein halbes Jahr in seinem Leben Handball gespielt hat, wie kann man trainieren, dass wenn man eine Torschance hat, der Ball auch reingeht. Wenn man sich bis dahin die Chance so intensiv erarbeitet hat und dann lässt man sie doch liegen. Woran liegt sowas? Ja, ich meine, das sind ja auch keine Fliegenfänge im gegnerischen Tor. Die werden ja auch bezahlt für den Job hier und war auch sehr, sehr gut. Man nimmt sich natürlich vor, immer zu treffen, aber gelingt halt leider nicht immer. Und heute war es Gott sei Dank, haben wir ein Tor mehr geworfen wie die. Aber man versucht einfach im Training jedes Mal 100% zu gehen. Auch gegen unsere Torhüter, die uns, glaube ich, mittlerweile in- und auswendig kennen. Trotzdem mit Raffinessen da die Tore reinzuschweißen. Und wie gesagt, man versucht das jeden Tag aufs Neue. Es gelingt nicht immer. Und da müssen die Fans auch ein bisschen Nachsicht haben. Man kann nicht jeden Wurf treffen. Wir sind ein Sport, da macht man Fehler. Es kommt vor, weil sonst würde es ja 0-0 ausgehen oder 100-100 oder keine Ahnung. Also man muss einfach Vollgas immer reingehen ins Training und immer wieder an sich weiterarbeiten. Du hast nun die dankbare oder undankbare Aufgabe, an den 7-Meter-Punkt zu gehen. Das interessiert mich auch immer. Wenn du dort stehst, hast du ein Wurfbild, weißt du im Vorfeld schon, oben rechts, oben links, unten rechts, unten links oder entsteht das kurzfristig? Nee, Benno macht das sehr gut mit den Videoschnitten. Ich habe jetzt, muss ich ehrlich zugeben, ein bisschen angefangen, auch Video zu gucken. Das Problem war, diesen Torhüter von Göppingen kannte ich gar nicht. Der ist erst neu dabei, habe ich einen 7-Meter nur gesehen von ihm. Ja, dann verlasse ich mich einfach auf mein Händchen, gucke, ich habe ja 3 Sekunden Zeit und dann mache ich das Beste draus. Wie gesagt, es ist nicht so einfach, da an der Linie zu stehen. Ich würde jeden gerne einladen, das selber mal zu erleben, der da immer wieder mal so ein Wort verliert darüber. Wie gesagt, ich probiere das Beste, ich trainiere das auch jeden Tag. Und wie gesagt, die Torhüter sind dazu da, die zu halten und ich muss sie halt einfach reinmachen.
Was unterscheideten Sie Meter in der 30., 40. Minute von dem vielleicht in den letzten 90, in den letzten 60 Sekunden? Spürst du da schon den Unterschied? Ja, auf jeden Fall. Also wenn es eng ist, wie gesagt, viele sehen halt immer nur die letzten Sekunden. Im Endeffekt ist jeder Wurf, jede Aktion in 60 Minuten wichtig, aber am Schluss ist man halt der Buhmann oder der Matchwinner. Und wie gesagt, ich war beides schon und bin da schon ein bisschen abgehärtet. Also ich habe da schon ein bisschen eine Elefantenhaut und ich gehe da ran und möchte das Ding reinmachen, das ist ja logisch. Wenn es halt nicht klappt, dann ja, haben wir noch ein, zwei andere Leute im Bett, die das auch können. Aber wie gesagt, ich werfe gerne Tore, ich bleibe gerne mit dabei und werde auch weiter so viel wie möglich verwandeln. Kurzer Ausblick. Handballer haben ja eh immer keine Lust auf Feiertage. Weihnachten feiert ihn nie, Ostern feiert ihn nie, Ostersonntag, Dynamo Bukarest. Alles oder nichts Spiel. Ja, also wir werden da alles in die Waagschale legen, um da einfach die zwei Punkte hier zu behalten. Das ist, ich glaube, wir haben danach zwei Wochen gar kein Spiel. Das ist in der Nationalmannschaftspause und ich glaube, da können wir nochmal alle an die Grenzen gehen, 120% geben bis zum Umfallen. Und wir wollen da einfach den Schritt weiter in das Viertelfinale gehen. Haben uns leider, glaube ich, für Platz 1 in Aalborg die Chance vertan. Aber ich denke, wenn man dann hoffentlich am Sonntag gewinnt, hat man 4 Siege, 2 Niederlage in der Gruppenphase. Und ich persönlich kann damit sehr, sehr gut leben, weil man muss sowieso alle schlagen, um diesen Titel zu holen. Und ja, dann werfen wir halt hoffentlich im Viertelfinale vielleicht einen Teilnehmer fürs Final Four schon raus. Okay, dann machen wir an der Stelle Schluss. Ich wünsche dir viel Energie, gute Erholung bis Sonntag und dann nochmal alles reinhauen und trotzdem irgendwie schöne Ostern davor. Und dann, wir sehen uns hier am Sonntagabend um 17 Uhr gegen Dynamo Bukarest und euch jetzt und Ihnen schönen Abend. Ciao.